So, guten Morgen zusammen. Und erstmal muss ich natürlich sagen, ein Dankeschön für gestern, weil gestern bei den Custom Games waren halt in der besten Runde sogar 28 Leute dabei. Also damit habe ich echt nicht gerechnet, dass wir so viele Leute zusammenbekommen. Erstmal, wie gesagt, Gruß an alle, die da dabei waren. Es war ein bisschen too much. Aber auch die Runde an sich war halt schon wirklich Arena-like mit gefühlt 20.000 Punkten. Und wenn auch du Bock hast, Custom Games mitzumachen, einfach bei mir im Livestream vorbeischauen und am besten einfach mitmachen und gucken, ob du vielleicht noch Fabi eingeholt bekommst. Und Leo, ganz entspannt bleiben, es ist noch Zeit bis Ende des Monats, also du kannst ruhig noch mitmachen. Dann kurz noch was in eigener Sache. Ihr wisst ja, wir haben unser 1 Million View-Video. Das hat jetzt das erste Geld bekommen, in Anführungszeichen. Wir haben jetzt mit 48 Aufrufen. Klar, ist nicht viel, um Gottes Willen. Aber ich habe ja gesagt, das wird wahrscheinlich eine längere Geschichte. Sind wir jetzt bei genau 13 Cent. Aber ich habe das Thumbnail schon geändert. Also oben rechts einfach mal nochmal einmal kurz durchgucken. Ein bisschen Support da lassen. Und dann ist es ja nicht mehr so weit bis zu der Million. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Shop und mal gucken, was drin ist. Ja, Kratos ist klar. Gehen wir mal gerade ganz schnell durch. Für 2200 V-Bucks gibt es natürlich immer noch das Paket. Ah, ich sag ja, es ist schon nice. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Ah, jetzt wird es laut. Ja, doch nicht. Wir müssen ehrlich sein, derzeit sind so viele Pakete im Shop. So viel Geld kann eigentlich schon fast gar keiner verdienen. Aber nochmal, einmal Kratos, einmal das Rückenaccessoire, Pickaxe, Kleider und das passende Emote dazu. Ist schon nice. Und denkt dran, wenn ihr mich wieder unterstützen wollt, gerne mit Creator-Code YT-FabenDieck. Grüße gehen auch da raus. Ich habe schon gesehen, einige haben wieder eingetragen. Vielen, vielen Dank dafür. So, was haben wir noch drin? Laserbeam, das ganze Paket. Okay. Ja, machen wir erstmal Päuschen. So, wie gesagt, für 1500 gibt es hier inzwischen das ganze Paket oder ist das jetzt günstiger, weil ich das Emote schon habe? Jetzt muss ich gucken. Ne, ist günstiger, weil ich den Skin schon, das Emote schon habe. Deshalb ist das jetzt günstiger. Ich habe nämlich gerade schon gedacht, 1500 kostet doch der Skin allein schon. So. Der Skin an sich kostet 1,5 mit passendem Rückenaccessoire. Dann natürlich der Hammer. Den gibt es natürlich in zwei Varianten. So, dann natürlich das Emote. Das Emote an sich kostet 300 V-Bucks. Also das ganze Paket lohnt sich schon, wenn einem der Skin gefällt. Ich sage immer wieder, die Pakete lohnen sich erst dann, wenn einem halt auch der Skin gefällt. Ist halt genauso wie hier beim Master Chief Paket. Genau dasselbe. Wenn einem der Skin gefällt, dann lohnt sich das Paket eigentlich schon. Aber wenn einem zum Beispiel nur das gefällt, plus Pickaxe, ja, dann kauft euch den Kram lieber einzeln. Aber auch hier mit dem Skin, ja, alles ist Geschmackssache. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum Epic Games bzw. Fortnite reingeht und jetzt so viel hier reinhaut. Also ich finde es schon ein bisschen zu viel. So, der Skin an sich kostet 1500. Die Pickaxe kostet 800, der Kleider 1,2 und der Warthog Junior 500. Das ist eigentlich auch ein geiles Emote. Das ist halt genauso wie von, ich komme jetzt drauf. Wir sehen ihn gleich nochmal. Es ist noch früh. So, was haben wir noch drin? Das Legendenpaket, beziehungsweise Hochheiten- und Kriegerpaket für 25 Euro. Also, wenn einem da auch nur teilweise anderthalb Skins fallen, dann lohnt sich das Paket auf jeden Fall schon. Also hier ist halt wirklich einiges drin. Nämlich einmal der Skin, passend Rückenaccessoire, die Pickaxe, der Kleider, der Skin, dann das Rückenaccessoire, dann die Pickaxe, dann der Kleider, der Skin noch, passend Rückenaccessoire und die Pickaxe. So, ihr merkt schon, ein bisschen schneller muss ich heute machen. Das Problem ist, ich bin halt ein bisschen spät dran. Also, Flugpaket 30 Euro auch noch da. Aber kriegen wir schon hin. So, Flugpaket ist auch noch da. Ihr seht, 19. März kommen bei mir die nächsten V-Bucks.
guckt bei euch einfach mal, wann bei euch die nächsten V-Bucks kommen sollten, weil dann bekommt ihr die auch. So, dann gehen wir, würde ich mal sagen, nach oben. Und, ja, Plate-Paket ist auch noch da. Also Marvel hat echt den Shop einfach komplett übernommen. Für 2300 das ganze Paket. Geht eigentlich noch viel für insgesamt 4 Sachen. Wie gesagt, der Skin, Rückenaccessoire, Pickaxe, dann wieder ein lauter Gleiter und das Emote. So, den Skin gibt es für 2000, allerdings mit Rückenaccessoire und Pickaxe zusammen. Und dann nur das Emote 300. Der Gleiter, ich finde die Gleiter einfach zu teuer. Für 1200. Plus, ne, die gibt es nicht dabei. Die gibt es nochmal einzeln. Einmal die Hulk Smashers und vom Iron Man quasi die Smashers. Also okay, aber. Und das Emote für 200. Ja, ist halt auch nichts Besonderes, ne? So, dann haben wir das Daredevil Paket. Grüße an alle, die das Video so lange geguckt haben beim ersten Mal. Ich sage, hier muss man ein bisschen schneller machen, weil jetzt jedes Mal alles komplett auf eingehen, ne? Ein bisschen too much. So. Der für 1,5. Für 800 die Pickaxe. 800 der Gleiter. Und hier nicht wundern. Hier ist gleichzeitig das Rücken, das war auch die Pickaxe. Ja, ist halt Captain America, ne? So. Da haben wir aber noch. Effektvoller Salut. Ist schon auch nice. So, dann haben wir den Ghost Rider wieder mit drin. Zack, zack, zack. Das ist schon eine Sache, wie viel Geld willst du verdienen, wenn du das alles kaufen willst? Und dann haben wir des Weiteren das ganze X-Force-Paket. Ja, ich habe es mir damals gekauft, Schande über mein Haupt. Aber gefallen mir Rose eigentlich nur sie mit dem passenden Rückenaccessoire. So, da haben wir ihn noch dabei, auch ein passender Rückenaccessoire. So, dann haben wir hier aber noch das Pickaxe-Paket mit dem Kleider auch noch. Plus die Pickaxe und die Pickaxe habe ich damals schon nicht verstanden, das Paket. Also irgendwie die Kleider, das und das, ja, aber hier die zwei, naja. So, dabei war aber noch ein Emote. Ne, doch nicht? Okay. So, dann haben wir die Deadpool-Mashups. Auch im Besitz. Grüße gehen raus. Waren ja wieder nette Geschenke. Ich sag ja. Ihr seid einfach krank. So, das für 1,5. Das für 1,5. Und dann das komplette Set mit dem Gleiter, Pickaxe, das Emote, flott unterwegs, plus das Emote für 1200. Na gut, das Problem ist, weil ich die Preise schon habe. Beziehungsweise ich habe schon zwei, das ist mein Problem. So, das haben wir schon. Der Shop ist so riesig. Dann nochmal Venom für 2000, das ganze Paket. Ah, ist halt Geschmackssache, ne? So, dann haben wir Black Widow wieder mit drin. Einmal ganz schnell durch. Zack, zack, zack. So, der passende Kleider. Dann Ant-Man ist immer noch drin. Klar, mit diesem Rücken, das war, ich sage immer noch, das ist, glaube ich, das ekligste, was wir haben. Und für 1,8 lohnt sich wie immer nur, wenn man sich den Skin eh holen will. Klar, man hat noch für 300 mehr, aber dafür hast du ja noch die Pickaxe. So, was haben wir noch drin? Aha, die Maki-Meisterin mit passendem Rücken, das war. Der ist auch nicht schlecht, der Skin, ganz ehrlich. Dann natürlich Verwüster. OG. Dann die Pickaxe noch. Und jetzt kommen die ganzen Emotes. Blub. Daumen nach oben. Blub. Daumen nach unten. Und, da waren noch drei. Und Mega Moves. So, dann haben wir das komplette Neon-Team wieder drin für 2500 V-Bucks. Wie hört die Pickaxe an? Der Gleiter ist schon nice. Und die Tarnung, also das ganze Paket ist eigentlich nice. Aber die Skins sind halt mega auffällig, ne? Wenn ihr die Skins einzeln haben wollt, 1500.
Die Pickaxe wieder 800, der Kleiter ein 2 und die Tarnung 500. So, ach, wir sind mal oben. Oh, wir haben sogar ein neues Emote. Okay, aber es ist ein Fortbewegungs-Emote, ne? Also ihr gleitet quasi über die Map. Nicht schlecht. Und dann ein Kunja, auch ein schöner Skin, finde ich. Das ist echt ein schöner Skin. Dann haben wir natürlich die männliche Variante noch da drin, Kenji. Okay. Und Falke. Aber ja, das Rücken, der Kleider ist halt schon ein bisschen teurer, aber er ist auch nice, um Gottes Willen. So, dann haben wir noch die Clown dabei. Und dann haben wir noch Schnellschlag, auch für 500. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Video. Und euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich gehe jetzt entspannt auf die Arbeit. Und was V-Bucks betrifft, in Rette die Welt, heute leider kein einziger V-Buck da, ist klar. Ist immer so, wenn teure Sachen da sind, gibt es auch kaum V-Bucks. Also in dem Sinne, euch schon einen schönen Tag und haut rein.